Wir sind hier in Diekten und wir haben heute eine Veranstaltung Maschinendemo und Praktika-Austausch zum Thema Umbruch von Gründüngungen. Und das Ganze findet im Rahmen des Humusprojekts Basel-Land statt, wo wir 55 Landwirtschaftsbetriebe über 6 Jahre begleiten, die ihren Humus aufbauen möchten. Um den Humusaufbau zu sehen, hat man natürlich 3 Hauptstellschrauben. Das eine ist die Fruchtfolge, das andere ist die Düngung und das andere natürlich die Bodenbearbeitung. Bei dieser Maschinenvorführung geht es darum, verschiedene Maschinen zu zeigen und zu sehen, wie man die Gründüngung am besten oberflächlich anarbeitet, um dann einfach größtmöglichen Effekt der Gründüngung auf den Boden und damit auch auf den Humusaufbau zu haben. Das Besondere an dieser Maschinendemo ist, dass wir hier keine Landmaschinenhändler eingeladen haben, sondern dass wir die Landwirte, die Maschinenbesitzer eigentlich hier haben und die zeigen eigentlich ihre Maschinen ihren Berufskollegen. Es handelt sich einerseits um den Geohobel, die Schälfräse, eine Scheibenegge, einen Flachgrupper und einen Pflug. Der Geohobel wird hier mit 2 seitlichen Rädern geführt. So erzielen wir eine exakte Schneidfläche im Untergrund. Hinten wird er ein bisschen rückverfestigt mit der Walze. Wir haben 27 Werkzeuge, die im Boden bearbeiten. Oben haben wir 2 Sätänke. Der Vorteil von dieser Maschine ist, wir brauchen auf unserem Betrieb nur eine Maschine. Wir können mit dieser von Gründüngungen über Kunstwiese umbrechen, über Getreidesaat, können wir alles mit dieser Maschine machen. Der Grund, wieso wir diese Maschine haben, wir haben viele Steine. So können wir die eigentlich schön in der Erde einbetten. Wir arbeiten zwischen 4 und 7, 8 cm Tiefe. Der Geohobel hat hier sehr gut gearbeitet und durch die flache Bodenbearbeitung haben wir auch wenig Feuchtigkeit hinaufgebracht, was sicher hier ein großer Vorteil ist. Wir sehen hier eine Scheibenegge. Wir haben uns für diese Maschine entschieden, weil sie für uns sehr breit einsetzbar ist und eine hohe Flächenleistung aufweist. Wir sehen hier 2 Reihen Scheiben, gezackt, relativ aggressiv eingestellt, sodass sie eigentlich gut in den Boden einziehen. Die Maschine ist nicht so leicht, sie hat rund 2 Tonnen Gewicht, aber das braucht sie auch, damit sie ruhig auf dem Boden aufliegt. Nach den Reihen Scheiben kommt eine Reihe mit Zinken und verstärkten Zinken. Die haben einerseits die Aufgabe, die ganzen Motten, die dann aufliegen, etwas zu zerreißen und Unkraut auch freizulegen und flach an die Oberfläche abzulegen. Und anschließend haben wir hier eine Keilringwalze, die wieder oberflächlich rückverfestigt. Wir haben diese Maschine angeschafft, um eine Maschine zu haben, die wir möglichst breit einsetzen können. Wir brauchen diese Maschine in erster Linie für den Stoppelsturz und auch zur Einarbeitung von Mist. Für diese 3-Meter-Maschine sind ca. 100 PS notwendig, damit man über genügend Kraftreserven verfügt, damit man sie genügend schnell auch betreiben kann. Die Bedingungen hier waren so, dass ich eigentlich bei mir zu Hause vielleicht nicht gefahren wäre, weil unten ist der Boden doch noch etwas feucht und daher habe ich sie eher etwas flächer gestellt. Das hat natürlich den Effekt, dass dann vielleicht nicht ganz durchgeschnitten wird. Hier sehen wir den Leichtgrupper Supermax vom Güttler. Das ist eine Maschine, die mit den Federn da viel Vibration bringt und die Erde so lockert. Diese Maschine ist nicht so schwer. Sie ist an den Hügel einfach zu fahren. Wir können mit dem 70 PS Traktor Böden bearbeiten. Ich brauche sie auch für Gründungen einzuarbeiten, aber die Gründung darf nicht zu hoch sein. Es ist eine gute Maschine für Unkräuter zu bekämpfen, Quecke und solche Wurzelunkräuter. In Böden, die sehr schwer sind, wird es dann, wenn es trocken wird, schwierig, weil man bringt sie nicht mehr in die Erde rein. Man sieht, dass die Oberfläche nicht so regelmäßig
bearbeitet wurde. Das ist vor allem, weil der Güttler sehr leicht ist und in diesem schweren Boden nicht so regelmäßig gelaufen ist. Zudem sieht man auch, dass man relativ große Klumpen produziert hat. Hier bräuchte es auf jeden Fall einen zweiten Durchgang, damit man anschließend die Folgekultur säen kann. Ich habe mich für die Flachfräse entschieden, weil ich habe viel Gründüngung in der Fruchtfolge. Ich möchte, dass der Boden ganzflächig durchschnitten ist. Wenn die Bedingungen optimal sind, wenn der Boden ein bisschen abgetrocknet ist, dann macht die Maschine ein sehr sauberes Saatbett. Vorteil ist, ich kann so die Maschine auch benutzen für den Stoppelsturz. Ich muss nicht irgendwie noch einen Grupper zu Hause haben und der Kollege, der benutzt sie auch, um Kunstwiesen umzubrechen. Der Boden ist sehr gleichmäßig durchschnitten. Man sieht, dass aufgrund der eher etwas feuchten Bedingungen große Erdklumpen entstanden sind. Für ein optimales Saatbett bräuchte es hier einen Durchgang mit der Kreiselecke. Weiter sieht man auch im Vergleich zu den gezogenen Geräten, dass diese Klumpen eher etwas verschmiert sind, was für die Bodenstruktur sicher nicht gut ist. Die Schälfräse oder allgemein bei zapfwellengetriebenen Geräten ist es etwas gefährlich, dass man Wurzelunkräuter vermehrt. Also bei Betrieben, die sehr viele Placken haben oder sehr viele Quecken haben, sollte man mit dem Einsatz von zapfwellengetriebenen Geräten eher etwas zurückhaltend sein. Also ich bin hier mit dem Pflug gefahren, aber ich versuche weniger auf meinem Betrieb zu pflügen. Das sind noch verschiedene Kulturen wie Raps. Dort möchte ich auf ein sauberes Saatbett. Dann ist die altbewährte Pflugvariante für mich immer noch das Beste. Auf meinem Betrieb setze ich sonst noch auch eine Laichgruppe ein, zum Gründüngung einschaffen oder einen Grupper. Mit dem Grupper, finde ich, geht es fast immer am längsten, eine Gründüngung einzuschaffen. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich mit allen Maschinen die Gründüngung einarbeiten können, dass es aber eigentlich in der Regel noch ein zweiter Durchgang braucht, damit wir eine saatbereite Oberfläche haben. Es ist sicher ein großer Unterschied, ob wir gezogene oder zapfwellengetriebene Geräte haben. Je nach Boden und je nach Folgekultur eignen sich sicher unterschiedliche Geräte und jeder Betrieb, der in neue Maschinen investieren will, sollte zuerst die verschiedenen Maschinen austesten, damit er eben sieht, welche Maschine für ihn geeignet ist oder welche Maschine weniger geeignet ist. Das ist immer interessant, mit Berufskollegen über Sachen zu diskutieren, was funktioniert, was nicht funktioniert. Deshalb finde ich so eine Veranstaltung super, dass man nicht alles selber auf seinem Betrieb testen muss. Solche Nachmittage haben einen riesengroßen Lerneffekt auch für meinen Betrieb.